Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind ja auf dem Hauptaccount auf der PS4. Wir wollen jetzt mal kein Spiel machen. Ich will euch eigentlich nur erklären, was da gestern so abgelaufen ist. Wenn ihr öfter mal die Streams guckt, ist euch vielleicht aufgefallen und auch gestern das Video gesehen habt und euch gedacht habt, da sagt der Massive ab 18 Uhr Stream. Kam da nicht so ganz. Und es kam auch nicht so ganz die Info, was denn genau passiert ist, warum kein Stream ist. Und deswegen mache ich das hier in dem Video. Müsst ihr mir nicht übel nehmen, aber das war gestern schon wieder eine Situation, die du so nicht hättest vorhersehen können. Und deswegen hatte ich da jetzt auch nicht unbedingt so die Zeit, einen ausführlichen Post zu machen oder sonst was. Dann später ist auch noch mein Handy-Akku alle gegangen, da konnte ich sowieso nichts machen. Und deswegen konnte ich nur am Morgen dann nochmal schreiben, dass ich wieder zu Hause bin und Aber ich will jetzt mal anfangen, also es sah so aus. Wir wollten, bevor ich streame, also ich streame immer, wenn ich jetzt 18 Uhr angefangen hätte, wäre das bei mir 0 Uhr. Und davor wollten wir einfach nochmal ein bisschen mit ein paar Kollegen, ein paar Freundinnen etc. pp. am Strand ein bisschen was trinken gehen, kein Alkohol oder so, einfach nochmal so da hinsetzen, keine Ahnung, trinkst ein Soda oder sonst irgendwas und isst nochmal ein bisschen was Kleines, damit du dann gestärkt in den Stream gehen kannst. Und ja. Das haben wir auf jeden Fall auch gemacht. Das war alles wunderbar. Dann waren wir am Ende noch irgendwie, vorher sind schon welche weggegangen, waren wir am Ende noch irgendwie zwei Kollegen und dann noch vier Weiber oder sowas. Und wir hatten zwei Mädels im Auto drinne, bei mir im Auto drinne und zwei andere, darunter auch die Schwester, also die Schwester von der Dame und sowas, kennt ihr ja mittlerweile, eine von den Schwestern, war auch noch mit auf dem Roller drauf. Und die sind vor uns gefahren, wir sind dahinter gefahren. Auf jeden Fall sind wir dann hier in den Ort Rhein, Rawai, das ist halt, ja keine Ahnung, wie könnt ihr euch das vorstellen? Ein ganz kleiner Ort auf jeden Fall und da fährt man im Normalfall auch relativ langsam, keine Ahnung, wir sind 50 oder sowas gefahren, die vor uns auch, auf dem Roller. Auf jeden Fall dann an der Kreuzung gewartet und dann ist sie rausgefahren und auf einmal kam da von hinten, keine Ahnung, einer mit, was weiß ich, 120 Sachen oder sowas, mit einer dicken Sportmaschine an. Und auf jeden Fall dann quer in die Seite rein bei den beiden und wir dahinter und kannst dir vorstellen, da kriegst du erstmal einen Schock und auf jeden Fall raus, Krankenwagen gerufen, bla bla bla, ihr kennt das ja. Und ich habe mich natürlich vorwiegend um die Schwester dann gekümmert, das was so möglich war, hier in Thailand, was heißt hier in Thailand, das ist wahrscheinlich überall so, kommen dann natürlich auch 100.000 Leute, die helfen wollen oder auch einfach nur gucken wollen. Und auf jeden Fall waren wir dann da, haben auf den Krankenwagen etc. pp. Gewartet. Sah nicht sonderlich pralle aus, auch nicht um den Motorradfahrer. Ich weiß nicht, das sieht ja für so einen Außenstehenden immer aus, als ob die eh alle tot sind. Weil überall halt blutig hier an der Seite, könnt ihr euch vorstellen. Wenn die 50 fahren, der mit 100 oder sowas da reinballert, könnt ihr euch vorstellen, was da abgeht. Ich weiß bis jetzt nicht, was mit dem Motorradfahrer ist. Keine Ahnung, ich wurde bei der Polizei dann halt natürlich auch vernommen, weil wir dahinter waren. Muss ich wieder was erzählen, was halt alles so passiert ist, habe ich dann natürlich auch gemacht. Ich weiß aber bis jetzt nicht, was mit dem Motorradfahrer ist. Keine Ahnung, ob der es gepackt hat, nicht gepackt hat, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er, bis er abgeholt wurde, vom Krankenwagen nicht ansprechbar war. Die beiden Mädels waren schon ansprechbar, aber waren natürlich ein bisschen weg und sowas. Und da ich sozusagen ja die einzige richtige Bezugsperson von ihr war, also von der Schwester jetzt, bei dem anderen Mädel, das war halt nur so eine gute Freundin, da sind dann auch noch ihr Freund und sowas mit da hingegangen, das war kein Problem. Aber bei der Schwester war ich gerade so die einzige Bezugsperson, weil die Dame von mir war aktuell unterwegs, so ein bisschen Business-Kram erledigen sozusagen. Die hat sich halt so Geschäftsräume angeguckt. Und deswegen war die erstmal nicht da. Ich wollte die auch erstmal nicht anrufen, weil sonst ticken die immer gleich aus. In der Nacht kam die natürlich dann auch noch ins Krankenhaus. Aber ich bin dann erstmal mit ins Krankenhaus mit ihr. Und ja, könnt ihr euch vorstellen, erstmal kriegst du dann natürlich nichts mit, weil dann wird die erstmal hier in den Behandlungsraum da gebracht, durchgecheckt und alles. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat irgendwie, wie nennt man das? Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Oberschenkel-Halsbruch oder irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall ein ekliger Bruch, also was jetzt nicht so easy ist, als ein normaler, keine Ahnung, gebrochenes Unterbein. Auf jeden Fall, ich glaube, Oberschenkel-Halsbruch hieß das Ding. Hat sie dazu gebrochene Rippe, Prellung etc. pp. Natürlich, Schürfwunden im Gesicht, Gehirnerschütterung, also alles, was so dazugehört. Aber Gott sei Dank hatte sie auch Helm etc. pp. auf.
und sie ist jetzt nicht in Lebensgefahr oder sowas, aber bis ich das da mitbekommen habe, war es bestimmt auch schon wieder 4, 5 Uhr morgens, weil wie gesagt, natürlich sind dann immer erstmal die ganzen Checks und sowas und da muss dann erstmal natürlich abgeriegelt werden, was da so los ist. Dann musste ich halt, wie gesagt, natürlich noch die Aussage machen, die Kollegen mussten sie auch machen, weil die halt mit im Auto saßen, was da genau passiert ist. Der Freundin übrigens, der geht's ziemlich gut, also den Umständen entsprechend, die hat natürlich auch Schürfwunde etc. pp. Die hat aber nichts gebrochen, überhaupt nichts und hat halt wie gesagt nur Schürfwunden und ich weiß nicht, ich glaube hier irgendwie, wie nennt man das, Platzwunde hier oben rum. Aber ansonsten jetzt nichts gebrochen oder sonst irgendwas. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann die ganze Nacht da im Krankenhaus verbracht, habe erstmal gewartet, dass hier überhaupt was kommt. Wie gesagt, später kam die Dame auch noch mit rein, natürlich dann groß herumgelabert, was passiert ist etc. pp. Und ja, das ist eigentlich der Grund, warum gestern kein Stream kam. Ich wollte dann eigentlich zwischendrin, wo ich dann die Ergebnisse hatte, was passiert ist und dass es ja eigentlich wieder geht. Also wie gesagt, den Umständen entsprechend, weil das hätte auch natürlich böse ausgehen können, keine Frage. Wollte ich euch eigentlich posten, was passiert ist, aber ich habe mir dann gedacht, bevor ich so einen halben Post mache, wo wieder 100.000 Fragen kommen, habe ich einfach geschrieben, jo, ich gebe euch dann später Infos und das mache ich jetzt hier in dem Video. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen, einige können es vielleicht nicht verstehen. Ich wollte am Anfang sagen, meine Entschuldigung an euch, aber ganz ehrlich, das ist einfach was, was einfach vor... Das ist das dritte Mal, dass ich Adoris ziehe. Das ist einfach was, was vorgeht, ganz klar. Und ja, es tut mir sehr leid, dass natürlich jetzt für einige der Stream ausgefallen ist. Aber da konnte ich nichts gegen machen. Und das war einfach wichtiger natürlich in dieser Situation. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass nicht mehr passiert ist. Weil wie gesagt, also ich weiß bis jetzt nicht, wie schnell der jetzt war. Aber auf jeden Fall, der ist da lange ballert wie sonst was. Also bevor wir mit dem Auto noch reinkamen, war der schon an uns vorbeigeballert und auf den Roller hinten drauf. Das ist halt so ein 150 Kubik Roller gewesen. Und ja, da ist er komplett so seitlich rein. Da hast du nur noch die Dinger da sich überschlagen sehen etc. pp. Und ich dachte schon, alter Vater, das ist bestimmt Ende im Gelände jetzt. Dann natürlich alle aus dem Auto raus, etc. pp, kennt ihr ja. Und ja, aus diesem Grund ist gestern der Stream ausgefallen. Ich habe nur, glaube ich, kurz gepostet, dass ich im Krankenhaus bin. Und ja, ich wollte halt nur kleine Info geben, dass sich keiner... Na gut, ich habe erst sogar noch geschrieben, wenn ich wiederkomme, dass dann... Eventuell, ich weiß gar nicht mehr genau mein Wortlaut, aber ich habe glaube ich geschrieben, da geht dann eventuell los, wenn ich irgendwann wieder da bin. Allerdings hat sich das dann wie gesagt so lange gezogen und ja, dann am Ende hätte es auch keinen Sinn mehr gehabt. Ich kam irgendwann morgen früh, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr wann. Da war bei euch aber schon 2 Uhr morgens oder sowas oder 3 Uhr, da hätte es natürlich keinen Sinn mehr gehabt. Ich bin jetzt natürlich glücklich, ihr geht's den Umständen entsprechend gut. Das wird alles wieder verheilen, dann geht es ihr wieder super. Die kriegt wahrscheinlich im Normalfall, hier in Thailand ist es meist so, da wird alles mit Kohle geregelt, da gibt es keinen großen Prozess oder sowas, wird das mit Kohle geregelt. Und ja, da das auch noch ein Verlangen war, übrigens, genau, das habe ich noch gar nicht erwähnt, der Motorradfahrer war natürlich ein Verlangen, das heißt ein Ausländer, kein Thai oder sowas, der wird wahrscheinlich dick zahlen können und ja. Gut, natürlich kann Geld keine Schmerzen bezahlen, aber da wird bestimmt ein bisschen Kohle fließen, vor allem bei so einem schwerwiegenden Bruch da. Und ja, das ist jetzt auf jeden Fall der Stand der Dinge. Deswegen ging es natürlich überhaupt nicht klar. Ich habe heute, keine Ahnung, 5 Stunden gepennt oder sowas. Ich nehme jetzt hier gerade das Video auf. Werde wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, nämlich in circa 4 Stunden, ich nehme das jetzt gerade deutscher Zeit 7.30 Uhr morgens auf. Das heißt, bei mir ist 13.30 Uhr, kann ich rechnen, ja, 13.30 Uhr und ja, ich werde dann auf jeden Fall um 12 Uhr eurer Zeit, das heißt 18 Uhr bei mir, werde ich mich zum Flughafen machen, weil es geht wieder nach Malaysia. Jetzt wollen wir mal wieder ein paar schöne Töne anschlagen hier, weil da ist was ganz Nices zustande gekommen, bevor dieses Unglück geschehen ist, ist was ganz Nice noch zustande gekommen. Wie gesagt, wir waren in so einer Gruppe, haben so ein bisschen, wie gesagt, noch ein bisschen was getrunken, ein bisschen was gegessen, ein bisschen gechillt. Und ja, da haben wir halt natürlich auch drüber geredet, dass ich mich mal wieder nach Malaysia mache, weil ich mein Visum brauche.
Und ja, da meinte da deine Mädel so, sie hätte eigentlich auch Bock, so ein bisschen auf Malaysia und sowas. Und habe ich gesagt, jo, du kannst ja mitkommen. Wir können ja mal gucken, wie das mit den Flügen aussieht, ob es noch dieselben gibt, mit denen ich fliege. Haben wir nachgeguckt, gibt es natürlich noch und die kommt dann mit mir. Ich bin natürlich so freundlich und habe ihr angeboten, dass sie in meinem Hotelzimmer schlafen darf. Ist eh groß genug und hat sie natürlich auch zugestimmt. Und ja, deswegen werde ich mit ihr da so ein bisschen Malaysia unsicher machen. Und sie ist auch so eine, die ist cool drauf auf jeden Fall. Sie hat gesagt, wenn da irgendwie was klar gemacht wird, hat sie auch kein Problem damit, dann auf dem Sofa zu schlafen. Vielleicht lässt sie sich ja sogar zu einladen, dass sie dann auch mal mit im Bett schläft. Nein, Spaß. Auf jeden Fall eine sehr gute Freundin. Sieht dazu noch ganz knackig aus, aber sie ist vor allem cool drauf. Du kannst mit ihr halt ziemlich gut. Habt ihr schon gemerkt? Das ist der Hinweis auf den Ladyboy. Nein. Mit ihr kannst du halt wirklich gut feiern. Und gerade deswegen finde ich es eigentlich ganz nice, weil ich denke mal, wir werden dann heute Abend da landen. Also wie gesagt, wir fliegen zusammen direkt im gleichen Flug dahin. Der Flug war zwar für sie noch ein bisschen teurer, weil sie halt... Oh, das hat sich schon mal gelohnt. Ich meine, der kostet mittlerweile auch nichts mehr. Ich glaube, 50.000 oder so. Also eigentlich nicht gelohnt, aber... 70.000 sogar noch. Ne? 65, 60 rum. Aber trotzdem, wollen wir uns mal nicht aufregen. Sogar drei glänzende Spieler. Sie ist halt so eine, mit der kannst du übel gut feiern gehen. Und ja, wenn wir dann in Kuala Lumpur landen heute Nacht... Ich glaube, wir landen um... Yeah. Weil da ist ja nochmal Zeitverschiebung. Und deswegen landen wir da einen Ticken später. Warte mal, ich gehe mal meine AirAsia-App. Ich hoffe mal, wir werden nicht vom Himmel geholt. Komm, push mal hier. Updating Content. Push dich mal. Hier, braucht eine halbe Stunde. Updating Content. Updating Content. So, Boarding Pass. Das war das hier. So, komm, zeig mal her. Hallo. So, ich fliege um 20:35. Ja, und wo steht das jetzt, wann ich ankomme? Was denn das für ein Scheiß? Das ist ja scheißegal, muss jetzt... Oh, scheiße. Oh, tut mir leid, Jungs. Habt ihr jetzt gerade... Na? Ich habe hier einen Kurzschluss in dem einen Kabel. Ey! Oh Gott, jetzt habt ihr gerade mal ein bisschen Flackern drin gehabt, tut mir leid. Ein bisschen Greenscreen-Bug. Auf jeden Fall, wir sind circa um 23 Uhr, glaube ich, Ortszeit, also dann Malaysia-Zeit, sind wir, glaube ich, in Dingsabumster, in Kuala Lumpur. Dann brauchen wir noch bis zu City, also von diesem großen Airport bis zu City dauert schon eine Stunde circa mit dem Taxi. Das heißt 0 Uhr, dann ins Hotel einchecken, halbe Stunde wahrscheinlich, da so ein bisschen frisch machen, dreiviertel Stunde. Ja, und dann werden wir wahrscheinlich gleich um 1 Uhr morgens dann nochmal rausgehen auf der Street, weil ich habe natürlich wieder ein City-Hotel gebucht, was halt direkt in der City ist. Da musst du jetzt nicht unbedingt noch 100 Kilometer irgendwo anders hinfahren, sondern da ist alles zentral gelegen. Da gehen wir wahrscheinlich nochmal in den Beach Club oder sowas. Dann nochmal ein bisschen feiern. Ich habe mir auch Lekria GoPro alles bereit gemacht, geladen, Akkus vorbereitet. Wie gesagt, ich habe es gestern in dem Video gesagt, ich will es nicht zu 1000% versprechen, aber es ist alles vorbereitet und ja, yeah, gucken wir mal. Wie gesagt, heute Abend wahrscheinlich noch nicht. Heute Abend werden wir dann erst nochmal ganz gechillt ein bisschen was trinken gehen, ein bisschen feiern gehen und dann gucken wir mal. Montagabend müssen wir mal gucken. Also... Ich würde natürlich da auch ganz gerne eine Runde feiern gehen, aber ich habe schon gesagt, eventuell mache ich einen kurzen, einen kleinen, knackigen Dingsabumster-Stream. Hier, wie heißt es? Poker-Stream. Wenn das möglich ist. Ich weiß noch nicht genau, wie die Connection im Hotelzimmer ist. Weil das Ding ist, warte mal, also in Malaysia müsste es jetzt... So, warte mal, lass mich mal was überlegen. Ich glaube, nach Malaysia sind es dann 7 Stunden Unterschied. So, jetzt lass mal denken, ich würde bis am Montag bis 3 Uhr mal ausnahmsweise nur feiern. Dann wäre es 20 Uhr. Dann wäre es 20 Uhr in Deutschland. Da wäre es eventuell möglich, dass ich Montagabend, also morgen Abend, 20 Uhr deutscher Zeit, nochmal so einen 4-stündigen Pokerstream oder sowas anhaue, wo dann so ein bisschen Fragerunde ist, etc. pp. Auch das will ich nicht versprechen, weil wie gesagt, es kommt immer mal wieder was dazwischen, etc. pp. Ich werde euch da sowieso Infos geben auf Facebook. Also Facebook ist ganz, ganz wichtig, wisst ihr ja. Und da könnte es eventuell nochmal so einen einfach Laber-Stream geben. Ich denke, ich werde mein Mikro auch hier mitnehmen mit dem portablen Standfuß und damit ich dann auch ein ordentliches Mikro habe.
Eigentlich hätte ich ja mein Astro A50 mitnehmen können, wenn ich mal wach gewesen wäre am Freitag. Aber bin ich nicht gewesen. Und ja, das ist das, was ich so vorhatte. Ansonsten jetzt noch eine kleine Info, da werde ich aber auf Facebook nochmal mehr zu schreiben. Da könnt ihr ganz gerne mal vorbeischauen. Wahrscheinlich. Ja, ich denke mal, ich werde Post und Video vielleicht gleichzeitig bringen. Weil nächste Woche, es muss jetzt natürlich nachgeholt werden. Wie gesagt, ich konnte nichts für die Ausfälle. Es war jetzt nicht so, dass ich krank war. Gut, auch wenn ich krank bin, kann ich eigentlich nichts für die Ausfälle. Aber dann tut es mir irgendwie noch... Weiß nicht, dann denke ich mir so, scheiße, hättest du vielleicht total krank doch streamen sollen oder so. Aber jetzt in dem Fall, wie gesagt, da gibt es einfach keine zwei Entscheidungen. Ich kann nicht sagen, wenn wir irgendwie mit dem Krankenwagen da hier nach Phuket Town und sowas sind, da kann ich nicht sagen, Schätzelein, du liegst da jetzt zwar, hast Schmerzen wie sonst was, Schürfwunden, gebrochene Rippe, was weiß ich. Aber Schätzelein, guck mal auf die Uhr, ich muss streamen. Mach's gut. Das ist einfach, das kann ich nicht machen und so bin ich auch nicht und aus diesem Grund, ja, tut es mir aber im Prinzip trotzdem leid, weil ihr habt letzte Woche echt nur lächerliche, ich glaube 23 Stunden Stream bekommen und das ist einfach, das tut mir richtig leid. Ich habe, seitdem FIFA 16 draußen ist, habe ich jede Woche mindestens 40 Stunden gestreamt und dann diese Woche nur so, die Hälfte davon, so 22, 23, 24 Stunden, was es war. Und deswegen, das tut mir irgendwie leid. Und aus diesem Grund wird ja so, wird es nächste Woche einfach sowieso aufgeholt. Weil 30-Stunden-Stream am Freitag ist sowieso. 30-Stunden-Stream am Freitag ist versprochen. Seid ihr zu eingeladen, wird knackig werden, kann ich euch versprechen. Was ist das für ein Datum? Guck ich mal kurz nach. 11. 11. ist 30-Stunden-Stream. Keine Ahnung, was für eine Uhrzeit startet, das werde ich nochmal sagen. Dazu wird es aber natürlich auch Mittwoch, Donnerstag einen Stream geben. Und ich denke, auch da lassen wir nicht mit uns spaßen und es wird ein bisschen länger gehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass auch da beide Streams zweistellig werden von der Stundenanzahl her. Das heißt, dann hätten wir schon mal mindestens 50 Stunden für die nächste Woche. Hätten da schon mal so ein bisschen was aufgeholt. Und der 30er geht ja meist auch nicht nur 30 Stunden, sondern meist noch einen Ticken länger. Ist ja 30-Plus-Stream. Und ich denke, da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was aufholen. Ich muss dann natürlich aufpassen, wenn ich Mittwoch und Donnerstag auch 10, 12 Stunden streame, dass ich mir meine Stimme nicht so ficke für den 30er. Das könnt ihr euch ja vorstellen. Aber ich denke mal, das sollte in Ordnung gehen. Da werden wir schon so ein Mittelding finden. Ja, das war es jetzt eigentlich so an den an großen Infos, die ich so raushauen wollte. An die Subs nochmal eine kleine Nachricht. Subday wird natürlich auch Subday wird nachgeholt, wird nächste Woche doppelt stattfinden. Das heißt, doppelte Hardware, doppelte Anzahl an Keys. Das verspreche ich euch jetzt schon mal. Da wird nichts unter den Tisch gekehrt werden. Natürlich wird das aufgeholt. Ansonsten, heute geht nochmal eine Nachricht raus, eine Twitch-Nachricht an alle Subscriber. Mit der Kick-ID etc. pp. Werde ich euch natürlich auch antworten, wenn ich in Malaysia bin. Und ja, das waren eigentlich nochmal so die Grundinfos. Ansonsten wäre es das eigentlich gewesen. Eventuell wegen YouTube. Ich denke mal, ich werde nach dem Video jetzt gleich nochmal noch ein Video aufnehmen. Für morgen dann, für Montag. Dienstag komme ich ja sowieso schon wieder. Das heißt, da könnte ich das erst Dienstag aufnehmen, weil ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme, noch zwei Videos aufzunehmen. Da bin ich mir nicht so ganz sicher und ja, deswegen. Aber morgen sollte dann wahrscheinlich nochmal normales Gameplay kommen auf YouTube. Und ja, wie gesagt, ab Mittwoch gehen die Streams dann wieder los. Und ja, das wäre es eigentlich gewesen. Hier nochmal 3000 Points und 100.000 Coins circa verzogen, natürlich für nix. Yaya Touré ist da nur ein heißer Tropfen auf dem kalten Stein. Nein, also war natürlich mal wieder nur Scheiße drin, aber das ist das Pack-Rate in FIFA 16. Es ist katastrophal. Und ja, ich würde mal sagen, das wäre es gewesen. Ich hoffe mal, ihr könnt verstehen, warum gestern der Ausfall war. Und wenn nicht, dann nicht. Dann ist es halt so. Aber wie gesagt, ihr kennt mich. Und ich habe bis jetzt immer, wenn irgendwie was ausgefallen ist, habe ich es so gut es geht wieder aufgeholt. Ich meine, der 30er war zwar so oder so angekündigt, aber ich werde euch versprechen, dass wir nächste Woche mindestens 50 Stunden machen. Das ist für meinen Körper kein Problem. Das ist für meinen Körper kein Problem. Und da können wir auf jeden Fall ganz gut was aufholen. Und wie gesagt, es ist echt die erste Woche seit FIFA 16, das heißt seit 3 Monaten die erste Woche gewesen, die mal keine 40 Stunden oder mehr hatte. Und ja,
Es passiert manchmal einfach so ein Scheiß, aber ich werde es, wie gesagt, aufholen. Und ja, ich würde sagen, das wäre es eigentlich gewesen. So, enden wir hier auf 111.000 Coins. Wir sind auch so pleite. Ab Mittwoch werden wir da mal wieder ein bisschen mehr haben. Definitiv. Weil mit den Coins kannst du hier natürlich definitiv nicht arbeiten. Jetzt habe ich schon wieder so viel definitiv gesagt. Und ja, jetzt würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Auf jeden Fall was in die Kommentare schreiben. Irgendwas, stellt mir Fragen oder so. Und das wäre es eigentlich gewesen. Macht es gut. Ciao.